Herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge von dem Spiel auf der PlayStation 4 SnowRunner. Ich begrüße euch in Michigan. Mein Name ist Christian Asher 3000 und wir sind bei Folge 58 nach einer langen Pause, fast 3 Wochen her, sage ich mal so, dass ich das letzte SnowRunner Video gemacht habe. In der Zwischenzeit gab es haufenweise Stranding Deep oder How to Survive 2 mit Jackie LP. Und ja, jetzt bin ich erstmal wieder zurück, der Besuch ist weg und jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit für neuen Content zu bringen. Ich hoffe, ihr tut mir das nicht böse nehmen und somit würde ich sagen, starten wir einfach direkt durch. Alle weiteren Infos gibt es dann mitten im Video oder in den folgenden Videos, weil es wird hier noch was passieren, was die Zukunft dieses Let's Play in Anspruch geht und ja, wir schauen mal einfach mal, was wir machen, was wir machen können. Letzte Woche, glaube ich, gab es das neue Update mit neuer Map, neuer Patches etc. Und ich hoffe, das Spiel funktioniert jetzt einwandfrei, sowie auch im Offline, sowie auch im Online-Modus. Und was der Online-Modus betrifft, werdet ihr auch bald noch erfahren, wie es dann auch damit weitergeht. Aber ich würde sagen, wir gehen hier erstmal zurück ins Spiel und tun die letzte Mission hier abschließen. In der letzten Mission haben wir die Container, die Öltanks, glaube ich, zurückgebracht. Und jetzt müssen wir im Endeffekt nur noch den Scout aus den Bredouille rausziehen und abliefern. Und somit müsste man dann das eigentlich normalerweise abgeschlossen haben. Abgesehen von den Zeitaufgaben. So, dann würde ich sagen, wir gehen einfach zurück. Motor ist schon angelassen. Handbremse raus. Ich hoffe, ich habe auch den richtigen Controller in der Hand. Das ist ja immer so eine Sache hier in diesem Spiel. Und dann würde ich sagen, machen wir Allrad. Ist ja immer an der Allrad. Genau. So. Der Vorteil ist jetzt, die Karte funktioniert wieder. Das ist schon mal wenigstens etwas, Leute. Weil das ist in der letzten Zeit sehr oft passiert, dass es mich immer wieder rausgehauen hat. Wir stehen momentan. Geil, okay. Wir werden gar nicht mehr angezeigt auf der Karte. Das ist auch nicht schlecht. Normalerweise stehe ich hier. Aber irgendwie bin ich nicht verfügbar. So, wir würden sagen, wir Verfolgung starten. Und suchen mal den Scout. Wo auch immer er ist. Er ist hier hinten. Okay, also wir müssen den hier rausziehen. Und da würde ich sagen, dann fahren wir direkt hierher und ja, holen uns den Scout da raus. Wir stehen momentan hier, also müssen wir wieder zurück. Einmal umdrehen bitte. Dann hierhin. Dann hierhin, dann hier rüber. Genau. Dann müssen wir hier hoch. Dann müssen wir hierhin. Und von dort aus, ob wir durchkommen, werden wir gleich sehen. Werden wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir das schaffen. So, würde ich sagen, starten wir durch. Wir drehen erstmal um. Und ich hoffe, okay, in Perspektive funktioniert auch noch alles einwandfrei. Wie gesagt, nach dem langen Besuch habe ich jetzt zum ersten Mal wieder SnowRunner drin. Und ja, würde ich sagen, ja, schauen wir mal, ob auch alles gut ist nach dem Patch. Ob irgendwie sich was verändert hat. Klar, viele sagen jetzt, ah, der Patch ist doch schon eine ganze Weile draußen. Ja, ich weiß. Aber durch den Besuch habe ich leider auch nicht viel spielen können. Ich hätte spielen können, der Besuch hätte es mir erlaubt. Aber irgendwie ist es dann doch ein blödes Gefühl irgendwie, wenn man spielt und die andere Person einfach nicht da ist, also nicht mitspielen kann oder etc. Ja, dann sitzt die Person halt hinten auf der Couch und spielt am Handy rum. Das ist dann auch nicht so das Wahre, wenn Besuch da ist. Deswegen sollte man sich, wenn man Besuch hat, auch mehr an den Besuch konzentrieren. Statt auf das eigene, sozusagen, klar, eigene Sachen darf man auch gerne noch machen, aber es sollte dann schon so sein, dass es dann halt auch besser funktioniert. So, dann würde ich sagen, ja, fahren wir erstmal hin. So. Bis jetzt läuft es noch flüssig, Benzin sollten wir eigentlich auch noch genug haben mit diesem LKW. Die Frage ist nur, ob wir da hinten dann auch durchkommen. Und da werden wir mal sehen, ob wir dann hier weitermachen. Das ist eine andere Frage. Wir machen erstmal diese Mission zu Ende. Entschuldigung. Und somit schauen wir dann einfach mal, was dann uns noch alles entgegenkommt. Ob wir dann die Karte wechseln oder hier erst Michigan noch weiter beenden, sozusagen. So, ein bisschen geradeaus weiter. Okay.
Jetzt kommt man in ein Terrain, wo ich selber persönlich noch gar nicht war. Und schauen wir einfach mal, wie es läuft, wie wir vorankommen. So, dann hier hoch. Ab in den Matsch rein. Sollte mit diesem LKW eigentlich kein Problem sein. So, ja, in der Zwischenzeit kann ich mal kurz ansprechen. Ich habe in der Community von Christian Angel LP auf der PlayStation für die Leute, die hier noch fleißig zuschauen, wie Patrick und alle anderen, sage ich einfach mal so, eine Challenge gestartet. Und die Challenge beinhaltet im Endeffekt, macht mal Screenshots von den besten Orten in diesem Spiel und ja, mit den Ortnamen etc. Für die Leute, die es noch anschauen, könnt gerne noch nachmachen, weil wie gesagt, ich habe noch was vor als Video und dann brauche ich ein paar gute Orte, weil ich habe jetzt nicht alle im Kopf, wo was genau ist. Und da würde ich mich freuen, wenn wir ja, wenn die Leute, die hier vor uns bei der Community, die sich das Video auch anschauen, ja, vielleicht auch ja, ein bisschen mithelfen für den guten Content, den ich dann bringen möchte. Aber es hängt halt darauf an, wie viele Leute dann auch mitwirken. Und auch mit Bilder schicken und kommentieren etc. Ja. Ach ja, ich hätte glatt vergessen, oh Gott, so lange habe ich das nicht mehr, lange habe ich kein Let's Plays mehr gemacht. Nicht zu vergessen, liken, kommentieren, abonnieren, euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod, Leute. Und ja, wie gesagt. So, jetzt müssen wir hier gucken, ob wir hier überhaupt vorbeikommen. Sieht nicht sehr engiger Pass aus. So. Mal auf langsam. Ja, der hintere Reifen blockiert jetzt gerade. So ein kleiner Haken. Den haben wir da easy rausgeholt. So, einmal wenden. Einmal bewegen. Abfahren. Nochmal ansetzen, zurück und neu auflegen und weiter geht's. Easy. Gut. Haben wir das auch? So, jetzt ist die Frage. Ich muss kurz auf die Karte checken. Wir sind jetzt hier. Also müssen wir rechts rein. Alles klar. So. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ja noch nicht beantwortet sind etc., könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche sie zu beantworten, so gut wie ich es noch kann. Und ja, wenn ich nicht beantworte, dann wird wahrscheinlich dann jemand anders. So, okay, wir haben jetzt hier eine Engpassage. Mal gucken, ob ich überhaupt hier durchkomme. Wahrscheinlich sagen jetzt alle, oh Gott, du fährst jetzt hier durch den Engpass und mit dem LKW, wo man eigentlich mit einem anderen Fahrzeug viel besser um die Ecke kommen würde. Wahrscheinlich. Aber ich will mal ein bisschen... ich glaube, hier komme ich nicht so gut rum. So, ich mache mal was. Gucken, ob das funktioniert. Nein, das war die falsche Winde. Hallo? Da. Dann lasse ich mich einfach dahin ziehen. Also um die Ecke hier. So. Also gesehen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der andere ist. Da hinten ist er. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie man hier irgendwie mal eine. Ja. Ja. Alles klar, okay. Ich mache mal Handbremse rein. Und dann würde ich einfach sagen, gucken, ob man die Seilwinde schon verwenden kann. Nein, wir müssen noch ein Stück weiter vorfahren. So, das müsste da eigentlich langen. So. So, okay. Dann würde ich sagen, ziehen wir zurück. Oder muss ich ihn dort abliefern? Das wäre jetzt lustig. Das wäre ja... schwach. Warte mal. Ich check mal kurz die Mission. Lieferung zum Arbeitshaus. Ah, das ist hier hinten. Alles klar, dann bin ich doch. Ist auch alles richtig. Ja. Wieso rutschst du rechts runter jetzt? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ups.
gefällt mir ganz und gar nicht gerade jetzt hier. Nee. Warte doch, warte mal. Kann ich doch oben anbringen. So. Ernstsätze. Ich habe Handbremse gedrückt. Wieso? Oh. Dumm. So. So, Handbremse ziehen. Handbremse lassen wir noch drin. So. Ich habe Handbremse. Bleib mit der Handbremse dran, sonst gibt's Ärger. So. So, jetzt machen wir. So. Handbremse. So, okay. Wir sind wieder auf einem guten Stand. Können das Ding lösen. Wir nehmen das jetzt. Nehmen wir das da. Scheiße ins Umfeld. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier wenden. Das ist jetzt schon wieder so ein Problemkind. Ja, rückwärts will ich jetzt nicht unbedingt hochfahren. Aber wahrscheinlich geht das nicht anders. Ernst jetzt? Okay, alles klar. Okay, dann machen wir das jetzt mal ein bisschen anders. Ich muss es riskieren. So, okay, also wir stehen jetzt hier. Dann nehmen wir das hier, dann nehmen wir das da. So, okay. War klar. War klar. War klar. War klar. Wieso steht der so komisch? Guckt euch mal das. Alter, das ist ja nicht mehr normal, Leute. Also das ist ja schon ein bisschen dreist. Ehrlich gesagt. Das ist dreist. Das ist echt dreist. So, jetzt ist halt die Frage, wie kriege ich den halt wieder raus halt, ne? Also, schauen wir mal auf der Karte, haben wir irgendwie noch ein Fahrzeug hier stehen? So, das ist der, der immer noch schräg steht. Prima, das ist der, der jetzt komplett schräg steht. Und... ja, gute Frage. Gut. So. Ja, da würde ich sagen, abkoppeln oder ja, Kran wiederherstellen, Haken aktivieren. Ah, haben sie extra jetzt drin, ne? Interessant. Okay. Motor starten kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Kann ich irgendwas machen? Nee. Gut. Wir haben uns auf den Befehl hingelegt. Fängt ja schon mal gut an. Reparieren. Bergen. Ah, hier. Gut. Würde ich sagen, bergen wir unser Ding. So, sind wir wieder in der Talsperre. Dann müssen wir wahrscheinlich dann wieder hinfahren. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann sollte das gar nicht kein Problem sein. Die Mission tun wir jetzt auf jeden Fall noch abschließen. Definitiv.
Und somit kriegen wir das auf jeden Fall hin. Das war jetzt ein bisschen blöd. Hätte eigentlich das nicht sein dürfen, normalerweise. Naja, egal. So, wieder in die Uhrzeit wechseln. Und starten durch. So. Natürlich nehmen wir wieder den gleichen Weg, wie sonst auch immer, am Rand entlang, somit dass wir dann schneller an unser Ziel reinkommen. Und diesmal werde ich dann wahrscheinlich dann besser dann direkt an das Haus hinfahren und von dort aus das Ding reinziehen, weil sonst, ja, sonst haben wir größere Probleme, wenn ich wieder den ganzen Weg außenrum fahren müsste, wäre ja dann schon ein bisschen blöd. ja. Man hätte die Mission vielleicht anders angehen können, definitiv, also keine Frage. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal. Wie ich sehe, werden hier Blätter jetzt auch angezeigt. Das ist auch sehr interessant. Schon irgendwie cool gemacht. Bin mal gespannt, wie dann Schnee wird, also Alaska. Ob sich da auch was geändert hat durch den Patch. Und ob dann auch die neuen Missionen auch gibt. Das ist eine gute Frage. Ja, wir bleiben einfach mal in der Spur. So, ich kann noch ein paar Mal, in der Zeit kann ich noch ein paar Infos rausholen oder rausziehen sozusagen. Und sag einfach mal, es werden gewisse Projekte, neue Projekte kommen. Es werden auch ein paar Projekte beendet, also abgestellt. Halbwegs. Welche die das sind, das werde ich noch nicht verraten. Dafür werde ich ein persönliches Video machen, falls ich das hinkriege und auch hinbekomme. Und somit schauen wir einfach mal, was dann einfach noch die Zukunft bringt. Was allgemein die Zukunft sagt, was dann alles noch ansteht für neue Spiele etc. für die Zukunft. Vor kurzem gab es ja, oder ist glaube ich jetzt immer noch, die Play of Stadia oder sowas, keine Ahnung, die Livestreams von den Sponsoren, die dann die ganzen neuen Spiele zeigen, Konsolen etc., Grafik und so weiter und so fort. Für PlayStation 5 gab es ja jetzt auch schon ein paar Videos, die sie gezeigt haben, sowie ja, Spiele. Die ein paar auch sehr interessant sind, definitiv, also nicht zu verachten. Und dann bin ich mal gespannt, was auf jeden Fall noch in der Zukunft auf uns dort zukommt. Und ja, das schauen wir einfach mal. Aber bis dahin, bis PlayStation 5 rauskommt und da Videos kommen etc. und so weiter und so fort, wird das noch eine Weile dauern, definitiv. Also es ist nicht von heute auf morgen. Wäre ja schön, zu schön, um wahr zu sein. Aber naja, solange der offizielle Preis noch nicht aktiv ist, wird es dann wahrscheinlich auch nichts geben. Deswegen schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Und mal schauen, was so alles noch kommt. So. Klar, wir hätten jetzt noch einen LKW nehmen können, der ein bisschen schneller auf dem Weg ist. Aber der LKW ist doch einfach doch noch ein bisschen besser wie jedes andere bis jetzt. Und ich kann mich bis jetzt auch nicht beklagen. Der LKW so 70 bringt von Leistung etc. So. Ich glaube, dieser Lichtschatten hat sich hier auch verbessert, definitiv, merkt man auf jeden Fall. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt, wie gesagt. Und alles andere gibt es dann im extra Video, wie das hier weiterläuft auf meinem YouTube-Kanal. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie ihr drauf reagiert, was ihr davon haltet und wie es halt in der Zukunft so weiter geht. Jetzt habe ich erstmal genug geschwafelt von Zukunftsszenarien. Jetzt sind wir ja erstmal bei SnowRunner und müssen erstmal die Mission hier abschließen. Das ist das Mindeste, was ich machen will. Und ich hoffe, dass es diesmal besser funktioniert.
Manchmal habe ich das Gefühl, der lenkt mich. Da willst du einfach hier nur um die Ecke fahren und dort zu dem Baum jedes Mal mit. Du scheiß Baum, geh mir aus dem Weg. Ich lenke schon ein, aber irgendwie reagiert er nicht. Oder will er nicht. Aber naja. Was will man machen? Es ist ja nur ein Spiel. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. So, dann sind wir auch bald dort, wo wir hin wollen. Definitiv. Ich denke mal, das können wir ja mal so durchfahren. Das wird eigentlich kein Problem sein. Hoffe ich. Ja, könnt ihr mal schon mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr möchtet, was ihr von dem neuen Update haltet. Wie gesagt, die neue Karte habe ich noch gar nicht gesehen. Und wie ihr die neue Karte findet, was ihr von dem allgemeinen Content findet, ob ihr das dann positiv sieht oder eher, ja, es hätte doch mehr sein können oder seid ihr eigentlich top zufrieden. Multiplayer weiß ich noch nicht, da müsste ich das erstmal abwarten, bis der nächste Livestream wieder startet. Und da werden wir auf jeden Fall mal sehen, was dann ja, alles so ansteht, ob alles funktioniert, wie viele Abstürze, CR-Fehler entstehen etc. Was ich mal nicht hoffe. Ich hoffe, das haben sie mal ein bisschen gepatcht. Ein bisschen verbessert. Weil sonst wäre das ja echt traurig, weil ich habe eigentlich gesagt, ich warte mal, bis das nächste Update kommt. Bis dahin mache ich kein Content mehr und es ist ja nicht so weit mit einer Woche Verspätung sozusagen. Und ich denke mal, jetzt schauen wir einfach mal, was uns die Zukunft bringt. Boom. Das fühlt sich so anders an auf einmal. Oder bin ich schon zu weit? Nee. Muss da lang. Wir haben hier irgendwas geändert. Fühlt sich nicht mehr so an wie früher. Früher kam ich da besser durch, definitiv. So, dann muss ich jetzt hier rechts und dann gleich links nach oben. Nochmal für Schaden. Naja, kann man machen. Ich ziehe jetzt einfach mal durch. Sollte eigentlich kein Problem sein für den LKW. Gerade waren hier nicht früher mehr Steine? Oder kommt die alle noch nach oben? Das regnet. Der Scheibenfischer funktioniert nicht. Komisch. Haben sie den Spritverbrauch bei dem LKW verändert? Ganz schön viel bis jetzt, wo ich verloren habe. Aber naja. Wer weiß das schon? Come on. Lift. Okay. Alles gut. Es sah aus, als wäre ich wieder umkippen. Aber naja, hatte ich noch Glück gehabt.
So, hier ist ein bisschen neblig. Nur so komme ich. So, dann fahren wir hier an die Straße. Und somit ab in die neue Welt. Also die nächste, nicht die neue, sondern die altbekannte Drummond Island. Wir checken mal die Zeit, was es sagt. Na, noch 10 Minuten. Schaffen wir das? Oder du mal eine kleine Überlänge machen? Dann machen wir heute mal eine einzelne Folge. So, wir überspringen das einfach mal. Das brauchen wir jetzt nicht. So, wir müssen jetzt mal die Wegpunkte markieren. So, also. Wir sind hier. Definitiv. Mein LKW wird immer noch nicht angezeigt. Auch noch klasse. Dann frage ich mich, ob man hier durchfahren kann. Wir probieren es einfach mal. Dann haben wir eine kleine Abkürzung. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Hä? Okay, noch einmal. So. Ja, eigentlich brauche ich gar keine Abkürzung. Ich kann ja gleich hier hinfahren und dann von dort aus hier rüber. Und dann fahren wir hier hin. Dann fahren wir aber geradeaus weiter und fahren hier hin und holen den, ja, sozusagen diesen Scouter ab und bringen ihn dann genau hierher. Hier ist unser Ziel. Jetzt schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Aber ich denke mal, mit dem kleinen Hindernis, mit dem kleinen Problem, was jetzt passiert ist, was auf einer Seite auch ein bisschen lustig war, kriegt man das, denke ich mal, jetzt auf jeden Fall auf die Reihe. Hey, kein Stress, Junge. Was gibt's? Hätten hat TV, Junge. Okay. Ja, wir werden wahrscheinlich eine kleine Überlänge machen müssen. Außer es funktioniert alles. Normalerweise spiele ich eigentlich mit einem anderen Controller, aber der will wieder mal nicht, wie es sein soll, wie es mal wieder komisch ist. Auch mit USB-Anschluss versuche ich den zu aktivieren, aber irgendwie will er halt nicht. Naja, dann muss man sich erstmal mit diesem mit Vorlieb nehmen. Die Frage ist, ich habe halt drei Controller. Ein Controller funktioniert rein gar nicht mehr, weil er dauernd nach rechts und nach rechts geht mit den Steuerkreuz. Den werde ich wahrscheinlich nicht mitkloppen können. Oder mal irgendwie mal ein Spiel draus machen oder so. Also in der Real-Life-Video, dass er kaputt ist und dass es dann halt damit irgendwie gegen die Wand schlagt oder so. Und irgendwas Lustiges machen bestimmt kann. Sonst habe ich noch andere zwei. Einer ist auch ein bisschen am Arsch. Wie gesagt, das Gaspedal bei dem für Rennspiele funktioniert nicht so ganz. Ballerspiele geht gerade noch so. Also ist doch möglich, aber ja. Der hat auch schon seine Jahre hinter sich, weil das ist ein Controller, den ich von Anfang an schon habe. Ich glaube, der hat plötzlich eine Dreizeit schon. Und gewisse Controller haben halt einfach ihre Zeit hinter sich. Das Problem ist, die PlayStation, die ich habe, die hat halt ein ganz anderes Fabrikat. Und da gehen manche Controller nicht so wirklich ganz. Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Ich habe den Controller schon zurückgesetzt, aber irgendwie spackt er halt trotzdem noch ein bisschen rum. Und naja, jetzt schauen wir mal. Das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Hier wollen wir nicht. Also wenn ich um die Kurve schleichen soll, dann sagt es mir bitte. Okay, also dann kriegen wir das auf jeden Fall auch irgendwann auf die Reihe. So, wir wollen nicht zum Port. Wir wollen dahin. Gut, Leute, wir sind angekommen. Hä? Wieso geht der Zaun da hinten kaputt?
verwirrt. So, wir müssen jetzt hier erstmal wenden. Ups. Ups. So. So, und jetzt muss ich manövrieren. Zwischen die zwei Baumstämme dort. Ach du Scheiße. Mit dieser Lenkung. Lustig. Das wird jetzt lustig. Easy. Okay, alles klar. Gut. Anhalten. Seilwinde raus. So. Jetzt hängt doch nicht am Baum fest. Sitze, Leute. Machen wir es einfach so. Geht doch. Hier liegt nichts. So. Gut. Okay. Wie sieht es mit dem Fahrzeug aus? Okay. Teilwinde lösen. Jetzt will ich mal ganz kurz checken. Gibt es hier... Ja, komm. Machen wir das mal anders. Nehmen wir den ganzen Anhänger hier mit. Den können wir dann verkaufen. So. So. Anhänger ankoppeln. Sehr schön. Dann Seilwinde. Wo ist das Fahrzeug? Da. Okay. Gut. Dann let's go. Perfekt. So will ich es sehen. Genau. Gas, 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 zieh, 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 zieh. Sehr schön. Hier um die Kurve. Komme ich hier rum? Na ja, kurz gerade. Dann wieder einschlagen, dass der Anhänger auch in die Ecke kommt. Gerade halten. Wow, das war jetzt ein bisschen zu viel. Aber... Scheiß aufs Auto. Okay. So, machen wir kurz mal Handbremse. Wir checken kurz die Karte. Wir sind hier. Müssen hier hin. Danach müssen wir kurz gucken. Wo ist das Ziel eigentlich, wo wir hin müssen? Da hinten, okay. Und danach da. 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 Ups.
Ja, die Zeit ist vorbei. 35 Minuten, aber die Mission tun wir jetzt noch abschließen. Dann kriegen wir das locker hin. Let's go. So. Auf die Straße kommen und nicht umkippen dabei. Ich glaube, da vorne ist schon die Straße. Gucken wir mal, wie das Auto hinten aussieht. Okay, es ist noch auf den Rädern. Schon mal gut. Schlammkätzchen. Schon eine lustige Mission. So. Gut, wir sind auf der Hauptstraße. Ich habe nichts gesehen. Und schön Gas geben hier. Easy. Ja, da haben wir in 35 Minuten, fast 40 Minuten, eine weitere Mission abgeschlossen. Ja, nach einer langen Pause habe ich es immer noch gut drauf. So. Ja. Werden wahrscheinlich wieder viele Kommentare kommen. Oh mein Gott, wie schlecht du fährst. Tja, alles noch beim Alten. Ich habe mich nicht seit der letzten Folge nicht verbessert. Aber alles noch gut, alles easy. So. Mal gucken, ob ich nicht jetzt hier dran vorbeifahre, da automatisch dann. So. Okay, also würde ich sagen, fahren wir ein Stück vor. So. Dann Anhänger lösen. So. Dann um ihn herum. Seilwinde. Dann tun wir hier hinten abgefahren. Okay. Wir sind beim Arbeiterhaus. Okay. Da muss ich den abliefern. Jetzt sagt nicht, dass ich den erst noch reparieren muss. Nee, ich kann den nicht benutzen. Winde anbringen. Tank ist leer. Habe ich irgendwo einen Tanker? Sonst wüsste ich jetzt nicht, warum ich den jetzt nicht abliefern kann.
Soll ich das Ding noch reparieren oder was? Raff ich jetzt nicht so ganz. Was haben wir hier? Serviceanhänger. Ist auch ein gutes Stück. Wieso kriege ich das nicht hin? Warte mal. Vielleicht können wir das so machen. Verfolgung stoppen. Okay. So. Jetzt ist er weg. So. Winde. Also ist zu weit weg. So. Gut. Dann. Warte, bin da anbringen. So. Jetzt. Verfolgung starten. Er steht da, wo man mich abliefern muss. Okay, ich check mal die Lage. Vielleicht beim nächsten Mal können wir ja mal gucken, ob wir den reparieren. Und somit verabschiede ich mich einfach hiermit. Vielleicht ist auch der Tank leer, warum ich auch immer. Ja, wahrscheinlich muss ich das erst reparieren und dann auffüllen wieder. Das wird sich aber in der nächsten Folge herausstellen. Somit verabschiede ich mich hiermit mit Truck Driver. Oh, SnowRunner, meine Freunde. Und ja, Mission konnte man leider jetzt nicht abliefern, abschließen. Aber ich denke mal, ein paar Kleinigkeiten werden dann auch helfen. Und somit würde ich sagen, verabschiede ich mich hiermit. Haut rein, bis zum nächsten Mal und nicht zu vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Wiederschauen, reingehauen. Ciao.